Sound of Freedom. Vater rastet aus, Ausrufezeichen. Das ist anscheinend ein Film, der geht um Kinderhandel. Seitdem der Film rausgekommen ist, ist es so, dass die Mainstream-Medien auf einmal anfangen, den Film schlecht zu reden. Obwohl der auf wichtige und richtige Themen aufmerksam macht. So. Und das ist halt eine Sache, wo man sich dann auch fragt, so, warum ist das so? Haben die nichts Besseres zu tun, als das zu zerreißen, es irgendwie als rechts- und verschwörungsideologisch und so weiter zu framen? Und dann immer wieder die gleichen Keulen, ne? Wenige Menschen setzen sich für die Kinder ein und die Kinder können sich nicht gut selber für sich einsetzen, weil sie halt noch Kinder sind, so. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und der ganzen Twitch-Community. Wir sind mal wieder live. Kommt gerne mal mit im Livestream vorbei. Link natürlich unten in der Beschreibung. Schickt euer Lieblingsvideo in den Discord rein. Wichtige Geschichte. Und lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr es fühlt. Wir gehen ins nächste Video rein, welches heißt Sound of Freedom. Vater rastet aus, Ausrufezeichen. Sound of Freedom, das ist ein Film. Da habe ich jetzt auch erst im Stream von mitbekommen. Das hat mir jemand gesagt im Chat. Der hat gesagt, ey Bro, da ist so ein Film rausgekommen und so. Und ich habe das nicht richtig verstanden. Und dann ist jetzt heute ein Video rausgekommen von einem Cousin, den wir uns öfter mal reinziehen, diese Aktien im Kopf, wo er das Thema auch behandelt und ich habe auch noch ein paar andere amerikanische YouTube-Kanäle, die ich mir reinziehe, gesehen, die darüber berichtet haben und habe mir das kurz so angeguckt. Das ist anscheinend ein Film, der geht um Kinderhandel. So, der geht darum, was Schlimmes mit Kindern passiert und wie die teilweise gehandelt werden und der deckt so ein paar Sachen auch auf und so und behandelt das Thema einfach. Und der Film ist offiziell rausgekommen in die Kinos und seitdem der Film rausgekommen ist, ist es so, dass die Mainstream-Medien auf einmal anfangen, den Film schlecht zu reden. Obwohl der auf wichtige und richtige Themen aufmerksam macht. So. Und das ist halt eine Sache, wo man sich dann auch fragt, so, warum ist das so? Und das ist jetzt mal so im groben Sinne zusammengefasst, aber ich denke jetzt hier im Video wird das auch noch ein bisschen mehr behandelt und klarer gemacht. Wir gehen rein ins Video, schreibt eure Gedanken dazu später gerne in die Kommentare rein. Ich liebe euch alle und los! Das nimmt wirklich immer heftigere Dimensionen gerade an. Sound of Freedom, der Film, über den ich neulich schon berichtet habe, der wird immer, immer bekannter und beliebter in den USA. Und einige Medien haben nichts Besseres zu tun, als diesen Film, der sich mit einem extrem wichtigen Thema auseinandersetzt und dieses beleuchtet, weil es einfach in der Öffentlichkeit viel zu selten beleuchtet wird. Ja, und zwar dem Thema des Kinderhandels und der realen bedrohlichen Existenz dieses wirklich ja grauenhaften Verbrechens und alles. Es war voll wichtig, dass man solche Themen auch, weißt du, in Filmen verarbeitet, beziehungsweise einfach auch Dokus und so, und dass man diese Themen anspricht, so. Was damit zu tun hat. Und statt dass man zum Beispiel seitens der Mainstream-Medien auch sagt, hey, herzlich willkommen, dass jetzt auch so ein wichtiges Thema mal in den öffentlichen Debatten ist. Und die wollen das halt nicht, glaube ich wirklich. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir aufwachen. Dass man darüber auch einen Film macht und so, haben die nichts Besseres zu tun, als das zu zerreißen, es irgendwie als rechts- und verschwörungsideologisch und so weiter zu framen. Und dann immer wieder die gleichen Keulen, ne? Rechts, verschwörungsideologisch, das sind immer wieder die gleichen Keulen bei Leuten, die kritisch sind. Jeder, der kritisch ist, wird immer in diese Schublade reingedrückt. Jeder, der versucht, Aufklärungsarbeit zu machen, wird immer in die Schublade reingedrückt. Mehr können die nicht sagen. Ich denke wirklich, hackt's noch? Und dann habe ich noch intensiv darüber recherchiert. Habe hier zum Beispiel auch ein sehr spannendes und langes Interview bei Jordan Peterson mir angeschaut. Jordan Peterson, guter Mann, fühle ich. Mit Tim Gallard, ja, das ist ja der Agent, der bei der Heimatschutzbehörde gearbeitet hat, lange Jahre in dem Bereich und irgendwann erkannt hat, dass es halt nicht so effektiv ist, was dort gemacht wird und sich quasi selbstständig gemacht hat, kann man sagen, und wirklich auch in diese Regionen hinfährt und dort tatsächlich Kinder rettet. Und über diese Geschichte wurde eben ein Film gedreht. Es handelt sich also um eine wahre Begebenheit, gespielt hier von Jim Caviezel, ja, und in diesem Interview werden wirklich extrem heftige und schockierende Sachen erzählt darüber, wo man auch vor allem dann, ja, ich meine, ich habe jetzt gerade meinen Sohn auch hier wieder, wenn man Vater ist, wenn man Mutter ist, wenn man Eltern ist, dann ist es ein Thema, wo man sagt, hey, das ist das mit Abstand wichtigste und heiligste Thema, was es irgendwie nur geben kann. Und da gibt es auch bezüglich irgendwie diesen ganzen neuen, modernen Ansichten diesbezüglich, zu denen ich gleich noch komme. Das ist voll wichtig, weil die Kinder sind auch die Zukunft, meine lieben Freunde. Auch keinerlei Toleranz von meinen. Gibt's auch nicht.
Hundertprozentig. Bin ich genau deiner Meinung, mein Jutster. Die sanften Grüße haben gefehlt heute. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Guter Mann, Digga. Macht auf wichtige Sachen aufmerksam hier gerade. Seite aus. Keinerlei Toleranz. Und dieses ganze Thema hat insgesamt drei große Dimensionen, auf die ich jetzt mal kurz eingehen werde. Und ich empfehle euch zusätzlich, ich verlinke alle Quellen hier unten drunter, ich empfehle euch zusätzlich auch mal dieses Video von Valuetainment. Ich hoffe, ihr kennt schon Valuetainment. Auch sehr geiler Kanal. Valuetainment, auch PBD, Alter, ist einer von denen. Also ich mag den wirklich. Wie heißt der? Patrick... Patrick Bad David. Guter Mann. Sehr guter Mann. Entertainment. Extrem guter Kanal aus den USA. Why Hollywood Elites Don't Want You to Watch Sound of Freedom. Auch sehr, sehr, sehr interessantes Video dazu. Und jetzt erstmal nur als kleine Ergänzung zu dem, was wir ja neulich... Die haben auch Alex Jones letztens gehabt. So. Wild. Wild. CNN schon gesehen haben, wo tatsächlich dieser Film bekämpft wurde und gesagt wurde, ja, das sind so diese QAnon-Theoretiker, die halt eben alle irgendwelche gespenstischen Stories erfinden und so, wo man sich erstmal so fragt, warum greift ihr gleich diese Leute an, die so einen Film machen und das erstmal ins Bewusstsein bringen, ja? Jetzt viele, viele tausende Leute auf Twitter auf einmal bewusst werden und anfangen, diesen Film zu schauen. Sogar dieser eine Sänger von Despacito so hat gerade eben getwittert und so. Also erstmal ein Bewusstsein dafür zu erschaffen. Wusstet ihr, dass beispielsweise in den USA das Fünffache an Ressourcen und Agenten und sozusagen FBI, DEA und so weiter an den behördlichen Maßnahmen das Fünffache bei der Bekämpfung von Drogen sozusagen investiert wird und ausgegeben wird, wie beim Kinderhandel. Da denkt man sich so, das ist irgendwie die falsche Reihenfolge. Eigentlich müsste man das andersrum angehen, ja? Safe, bin ich komplett bei deswegen dir. Deswegen denkt man sich so, warum... Kinder sind so wichtig, aber Kinder haben halt auch keine Lobby, wie Carsten Stahl es auch immer gerne sagt. So. Wenige Menschen setzen sich für die Kinder ein und die Kinder können sich nicht gut selber für sich einsetzen, weil sie halt noch Kinder sind. So. Und ja, deswegen ist es halt so wichtig auch, dass wir uns als Erwachsene oder als Heranwachsende für die Kinder einsetzen. Weil das ist die Zukunft. Das ist die nächste Generation. So, wenn wir uns nicht um die kümmern und die verwahrlosen, dann sieht die Zukunft der Menschheit auch nicht geil aus. Und wir sollten ein Interesse daran haben, wie die Zukunft aussieht. So. Gerade wegen unseren Kindern. Ihnen nichts Besseres ein, als erstmals irgendwie als rechts zu framen. Was geht in ihren Kopf vor? Ja, und genauso. Oh shit, da wird der Bruder ein bisschen emotional, fühle ich aber. Kannst du auch. CNN macht es jetzt hier, dieses Rolling Stone Magazine, ja, die einfach dann solche Artikel schreiben, so Why Anti-Trafficking Experts Are Torching Sound of Freedom, ja, und halt sagen, dass es halt ganz viele Experten gibt, die halt eben warnen, dass der Film die Dinge alles anders darstellt, als es in Wahrheit und so weiter ist. Warum sowas verteidigen, weißt du, wie ich meine? Das verstehe ich auch nicht. Wie kannst du denn sowas, es ist doch, wie er selber gesagt hat, ist doch toll, dass sowas ins Bewusstsein reinkommt und keiner kann verleugnen, dass es sowas nicht gibt wie Human Trafficking oder Child Trafficking, so, weißt du, wie ich meine? Wie kann man denn das noch dann so, wie geht das, dass dann die Medien sich hinstellen und dann sagen so, ja, das aber stimmt gar nicht und es ist eigentlich gar nicht so schlimm und diese ganzen Sachen so, das ist doch traurig, das ist ein Armutszeugnis. So, ja, und dann hier auch dieser Artikel, ne, Sound of Freedom is a superhero movie, ein Superheldenfilm für Väter mit Gehirnwürmern. So, man denkt sich so, wie unsensibel, wie maximal respektlos können solche Leute in diesen Mainstream-Medien eigentlich sein, dass sie hier so ein Projekt eigentlich auf die Art und Weise angreifen und auch den Hauptdarsteller, ja, aber das hat man ja bei ihm schon damals bei Die Passion Christi und so gesehen, alles, was jetzt aus der Richtung Hollywood kommt, was halt eben nicht diesem klassischen Mainstream-Narrativ entspricht, über das wir gleich noch reden werden gesellschaftlich, sondern wo es dann eben von einem Mel Gibson kommt, der sich, oh mein Gott, auch mal mit Trump getroffen hat und so weiter, und der streng gläubig ist und so weiter, wo das natürlich dann alles auch immer zerrissen und bekämpft wird mit maximaler sozusagen Energie. Und dieses gesellschaftliche Thema, die erste große Dimension, die wir halt hier haben, ich meine... Was ist daran jetzt so schlimm, dass Mel Gibson sich mal mit Trump getroffen hat, Digga?
Kinder. Hab mir gestern zwei, drei Sachen von Trump reingezogen, der hat gute Sachen gesagt, sag ich dir so, wie es ist. Sich ja einfach nur die aktuellen Entwicklungen auch mal anschauen, ja. Wir sind mittlerweile, wenn ich nur das Selbstbestimmungsgesetz und so weiter mir anschaue, in Spanien, ja, gibt's jetzt ein neues Gesetz, das es sogar 12- bis 14-Jährigen erlaubt, mit einer richterlichen Entscheidung ohne Einverständniserklärung der Eltern eine sogenannte Transition durchzuführen, ja. 12- und 14-Jährige mit einer richterlichen Entscheidung. Das ist krank. Ich schwör's dir, das ist krank. Dass diese ganzen Entwicklungen, die werden wir als Menschen noch bereuen, so. Auch die Leute, die das mit befürworten und mit nach vorne bringen, so. Ich bin mir sicher, dass wir alle da irgendwann zu dem Entschluss kommen und sagen, hey, da sind wir einen Schritt zu weit gegangen. Uns ging's einfach zu gut. Wir haben uns mit Themen auseinandergesetzt, die teilweise einfach nicht nötig waren und die uns geschadet haben als Menschen. Werden dann psychologisch begutachtet und so weiter. Und dann, auch wenn die Eltern sagen, nein, wir wollen das nicht, du bist noch zu jung, mit 18 bist du volljährig, dann kannst du entscheiden, nein. Selbst mit 18, sage ich dir ehrlich. Also wie gesagt, ich sag dir so, wie es ist, du brauchst eine echt lange Zeit, um überhaupt dich erstmal richtig selbst zu finden, so, weißt du, wie ich meine? Und gerade mit den ganzen Sachen, die die Jugendlichen teilweise in den letzten paar Jahren noch mitmachen mussten, mit Corona und mit Einsperren, mit in der Schule und mit hier und mit da, die sind verwirrt, die haben psychische Probleme, die kommen nicht auf sich selbst klar, die sind zu viel im Internet, die sind zu viel am Handy, die sind nicht richtig verbunden mit sich und ihrer Seele und die können auch mit 18 noch gar nicht richtig sehen, wer sie eigentlich sind. So. Dazu müsste einfach ein generelles Beibringen auch von Bewusstseinsthemen und spirituellen Themen auch Teil sein in der Entwicklung von Kids, damit die auch eine Verbindung mit sich selbst aufbauen, die fest ist. So. Weil ich bin mir sicher, dass dann das gar nicht so krass verbreitet werden würde und das gar nicht so krass ankommen würde und dass nicht wirklich viele Jugendliche sagen würden, ey, ich will ein anderer sein. Ich will was anderes sein. Ich bin nicht das, was ich eigentlich bin, biologisch oder wie Gott mich geboren hat, so. Oder mich auf die Welt gebracht hat, sondern ich will was anderes sein. Ich glaube, das liegt halt an sehr viel, was im Kopf auch passiert, weißt du? Diese Ideologie, die nach und nach aus Amerika rübergeschwappt ist nach Deutschland, wo man auch in Deutschland mittlerweile manchmal sieht, was da in irgendwie im Kindergarten neulich los war mit diesem Raum, den die da installieren wollten und so, man weiß so. Das ist krank. Mit diesem, wie hieß der Raum, wie haben die den Raum genannt? Keine Ahnung, Alter. Ein Raum, wo Kinder miteinander Doktorspiele machen können. So. Das wollten die echt, also das haben die dann durchgezogen, dann haben Eltern sich dagegen gesträubt und so, dies, das, bla. Irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg die Geschichte nicht mehr genau zusammen, aber irgendwie war es dann auch so, dass ein Kindergärtner, der auch da in dem Kindergarten gearbeitet hat, dann auch wegen irgendwelchen pädophilen Sachen verklagt wurde und so. Also da passieren ganz viele komische Sachen gerade und vor allen Dingen mit unseren Kindern, so dass ich schon so weit bin, dass ich, wenn ich Kinder bekomme, die erstmal so lang wie möglich versuche, wegzuhalten von diesen ganzen staatlichen Geschichten wie Kindergarten, Schule und so. Also ich bin schon fast 100% überzeugt davon, dass ich meine Kinder nicht in die Schule schicken werde. Kommt so Stück für Stück. Weil bis ich Kinder bekomme, wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein. Viele Leute, auch die das aktuell in der Problematik noch überhaupt gar nicht im Bewusstsein haben. Null. Die stecken den Kopf in Sand, statt ihre Kinder zu beschützen. Körpererkundungsraum, genau. Ja, und erkennen nicht, welche Welle da gerade auf uns zurollt. Weil wenn man einmal dieses Tor öffnet und sagt, naja, ja, war in Hannover, der Erzieher wurde mit Kinderpornos erwischt. 14-Jährige, die können doch selber das entscheiden, zusammen mit einem richterlichen Beschluss und so weiter. Ja, was können die eigentlich noch alles entscheiden, was sie selber machen wollen, angeblich, ja? Also da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Und ich glaube, jeder Mensch, der in irgendeiner Art und Weise noch ein Gewissen hat, ja, und dem wirklich etwas am Schutz hier auch liegt, der muss ganz klar gesellschaftlich diese Tendenzen und diese Entwicklungen, die aktuell stattfinden, auch ablehnen. Ja. Und da ist dann vorbei mit Toleranz. Ja. Ist so. Jeder kann. Vor allen Dingen, die predigen ja immer Toleranz und man soll alle akzeptieren und dies, das, bla. Und dann gehst du hin, willst mit denen reden, wirst angeschrien, Digga, wirst ausgegrenzt. So. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das hat teilweise echt faschistische Züge, wie die Linken teilweise abgehen, so, weißt du? Und die nennen sich Antifa, auch die Antifa, Digga, wie die teilweise vorgehen, ist einfach, hat faschistische Züge. Wenn er 18 ist, machen und denken, was er will, da bin ich absolut tolerant und so. Willst du die dann von zu Hause unterrichten, Leon? Ja. Ich glaube schon, Homeschooling ist in Amerika auch schon sehr weit verbreitet, gerade bei konservativen Leuten.
die auch die Entwicklung sehen, wo sie gerade hingeht, weil die werden einfach von klein auf schon indoktriniert mit diesen ganzen Agendas und ich möchte meine Kinder so lang wie möglich davon fernhalten, so frei unterrichten, weißt du? Aber wenn es um Kinder geht, ist vorbei mit Toleranz, ja, und zwar ganz schnell, Freunde. Und die nächste Dimension ist natürlich die politische Dimension. Und diese führt uns schlussendlich in die private Dimension, um die es als letztes geht. Und was die Aufgabe von Eltern ist, ja, und auch anderen Leuten. Aber erstmal über die politische Dimension und wie sie dann wiederum zu uns Privatmenschen überleitet. Ich meine, ihr habt es vielleicht schon gesehen, vorgestern ging die Meldung hier rum, ne, bei Twitter auch, habe ich gesehen, ne, könnt ihr selber lesen, brauche ich gar nicht vorlesen. Der hat eine 10-Jährige sogar durch den Zug gejagt. Ja, die ist weinend durch den Zug gerannt. Ich habe keine Ahnung, warum ihr da keiner geholfen hat. Und dann sogar noch danach. Da sind wir wieder bei dem Thema Zivilcourage und Solidarität, ne? Wie kann das denn überhaupt passieren? So, ich sage dir, es gibt Länder, da wäre der Bruder ganz schnell weg vom Fenster. Ganz schnell. Auch hier in Mexiko. So. Da würde niemand zugucken, wenn sowas passiert. Niemand. Als sie an der Bahnstation von ihrer Tante abgeholt wurde, mussten die sich beim Imbiss. Weiß jetzt auch nicht, was das damit zu tun hat, aber. Verstecken, ja. Und ein türkischer Ehrenmann hat sie dann beschützt, ja, vor diesem Scheusal. Ich höre ja immer wieder, ja, hier Migranten und Messergewalt und ja, das sind vor allen Dingen muslimische Leute und dies, das, bla, bla, bla. Wenn es um solche Sachen geht, dann sind es die Ersten, die helfen. So. Und der hat dann noch angeblich versucht, sich rauszureden und gesagt, ja, sie hat sich nur so aufgeregt und ich wollte ihr nur die Angst nehmen und all so ein Quatsch. Der ist mehrfach bestraft gewesen schon, ja, und eigentlich sogar schon zur Ausreise bestimmt worden. Aber das wurde dann nicht gemacht und er wurde sogar zunächst erstmal freigelassen nach dieser Aktion. Und dann irgendwann später wieder angeblich Untersuchungshaft und so weiter. Und man denkt sich so, diese politische Dimension, auch diese Dimension der offenen Grenzen beispielsweise, in diesem Video, in dem Interview von Jordan Peterson sagen sie, dass, ich kann jetzt diese Zahlen hier nicht bestätigen, aber dass das, was gesagt hat, dass bis zu 385.000 Minors, also Untervolljährige, in den USA alleine über die Grenze gekommen sind, von Mexiko, von Südamerika und so weiter, und dass bis zu 85.000 vermisst sind. Mittlerweile. Das heißt, dieses Thema offene Grenzen, ist diese politische Dimension, die unter anderem auch damit einhergeht. Und die letzte Dimension, die private, die man natürlich nur mittlerweile davon ableiten kann. Sorry, diese Zeit, wo man früher einfach seine Kinder auf der Straße irgendwo, wo man sie nicht im Blick hatte, spielen lassen konnte, diese Zeit ist vorbei. Diese Zeit ist vorbei. Auch als ich in der Vorschule war mit meinem besten Kumpel, ich weiß noch, der hat in Neukölln damals gewohnt, ja, und Neukölln war damals schon ein hartes Pflaster. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie wir mit den Fahrrädern losgefahren sind und teilweise auch dort hin und her gejagt worden von Älteren und das waren echt heftige Zeiten damals, ja. Und wenn man mal überlegt, es war trotzdem noch so eine andere Zeit. Wir sind dann irgendwie von der Schule nach Hause gekommen, da war es dann irgendwie so 12 Uhr oder so oder 1 Uhr. Waren kurz was essen bei denen zu Hause und dann waren wir eigentlich bis abends irgendwann, bis es dunkel wurde, mit den Fahrrädern irgendwo draußen gespielt, voll. So. Voll. Das war so eine schöne Zeit, ne? Ey, ich bin voll dankbar, dass ich noch in dieser Zeit groß geworden bin, wo wir noch das echte Leben gelebt haben, so mit Fahrrädern draußen und spielen und in der Natur und Wald und so, dies, das, bla, einfach geil. Weißt du, wie ich meine? Das hat mir das hat mir auch, glaube ich, dieses ausgeprägte Freiheitsgefühl gegeben damals. Ich glaube, wenn ich schon so aufgewachsen wäre, wie die Jugendlichen teilweise heute aufwachsen, die sind ja schon gefangen in ihrem Handy und in ihrem TikTok-Scheiß und dann kam diese Pandemie auch noch und dann wurden die sogar eingesperrt und mussten sich mit diesen ganzen Sachen noch mehr beschäftigen, haben danach auch nicht mehr richtig den Weg rausgefunden, meiner Meinung nach so. Und spielen nicht mal mehr zusammen Konsole, Digi. Die spielen dann so, dass einer bei sich zu Hause sitzt und einer dann woanders zu Hause sitzt und dann haben die Headsets und dann spielen die so und das ist dann zusammen spielen heutzutage. Weißt du, was ich meine? Das ist so, alle, die auch so im 90er-Bereich groß geworden sind, wir können echt dankbar sein. Wir sind auch alleine Bus gefahren damals und so
Und ja, auf dem Land und so war es auch früher ganz normal, dass man sogar zur Schule läuft alleine und so. Und da war man noch nicht alt, da war man teilweise 7, 8 Jahre alt und so, ne? Safe. Und diese Zeiten, wenn ihr mich jetzt fragt, was machst du denn als Vater und wie siehst du das? Diese Zeiten sind vorbei. Ich würde meine Tochter niemals mit 10 Jahren alleine Zug fahren lassen in Deutschland. Nie, niemals. Da kann man sich bei der Politik in Deutschland mittlerweile bedanken für. Aber ich, ja, gerade nicht bei einer Tochter, Digga, sag ich dir ehrlich. Aber ich finde, der Schutz ist das Allerwichtigste, was man hier an dieser Stelle leisten muss. Und da kann man natürlich immer sagen, das ist ein bisschen zu spießerhaft oder du bist dann Helikoptervater oder das ist ein bisschen zu übertrieben. Aber wisst ihr was? Lieber bin ich das, als auch nur das kleinste Risiko einzugehen, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, aber das ist halt auch einer, das ist halt so, da muss man schon sagen, ja, verstehe ich, fühle ich, Digga, so. Also ich bin auch, ich habe einen sehr großen Beschützerinstinkt und das ist, glaube ich, als Vater extrem, gerade wenn du eine Tochter hast, so, ist das, glaube ich, extrem und das wird sich auch ausprägen, so. Aber du kannst halt als Elternteil nicht immer da sein. Das ist halt leid, also leider in Anführungszeichen, das ist halt Fact. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht immer hundertprozentig vor Ort sein, so. Du kannst natürlich so viel wie möglich tun, um deine Kinder zu schützen und so. Aber du kannst ja nicht 24 Stunden mit deinen Kindern verbringen, so. Weißt du, du wirst nicht 24 Stunden die beschützen können. Und die werden irgendwann in ein Alter kommen, wo sie einfach ihr eigenes Leben leben und dann auch eventuell Dinge passieren können. Sich damit anzufreunden ist, glaube ich, schwer, aber das ist halt so, weißt du? Lieber bin ich der Spießer, lieber nennt mich gerne auch rechts, nennt mich was ihr wollt. Alles okay. Alles ein ganz, ganz, ganz kleiner Preis, den ich zahlen muss dafür im Vergleich zu anderen Konsequenzen. Und die Vorwürfe, die ich mir den Rest meines Lebens machen würde, wenn ich sage, ich hätte nichts dagegen getan. Ja. Und darüber sollte man mal nachdenken. Und darüber sollte auch langsam mal hier eine Ansage gemacht werden, was wirklich in der Tat extremistisch ist. Ja. In Deutschland. Und dann können wir gerne mal weiterreden. Ich küsse Das deine klingt wirklich. Zirbeldrüse, Bro. Ja, man merkt, dass es auf jeden Fall ihn emotional, ja, dass es ihn triggert auch so, was ich auch verstehen kann, gerade weil er auch eigene Kinder hat. Und das Thema ist halt auch ein Thema, wo ich sagen muss, so, wir müssten unsere Kinder eigentlich viel mehr schützen, auch von Politik, weißt du, wie ich meine? Weil wenn du so guckst, zum Beispiel die Gesetze in Deutschland, wenn du einem Kind was antust oder wenn du irgendwie mit Kinderpornografie und so erwischt wirst, so. Die Gesetzeslage in Deutschland, das ist extrem schwach. Wir sind ein Land, was ein Paradies ist für Pädophile und Leute, die krank sind. Weißt du, was ich meine? Und das ist traurig. Das ist ein Armutszeugnis, so. Ist wirklich ein Armutszeugnis. Und deswegen kann ich ihn auch verstehen. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Wir müssen den Kindern eine Stimme geben und wir müssen vor allen Dingen auch Zivilcourage haben. Und die Eier in der Hose haben, dass wenn neben uns irgendwas passiert mit einem Kind oder irgendwas anscheinend passiert, dass wir da eingreifen, so. Weißt du? Wie er eben gesagt hat, das ist für mich unvorstellbar, dass ein 10-jähriges Mädchen von irgendjemandem gejagt wird im Zug und keiner macht irgendwas. Hä? Verstehe ich nicht. Deswegen steht ein für unsere Kinder, meine lieben Freunde, das ist die Zukunft von unserem Land und deswegen, oder von der Zivilisation generell, so überall auf der Welt. Wir müssen Kinder beschützen. Liebe geht raus an die ganze Gang auf YouTube. Ich küsse euer Herz. Gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.